So, schön, dass du dabei bist. Wir sind beim dritten Tag von unserer kleinen Challenge oder bei der dritten Folge, sage ich mal, auf dem Weg von 1.000 zu 10.000 Euro. Ich bin schon jetzt bei 1.048,81. Das heißt, na gut, fast 5% schon mal im Plus, sage ich mal. Es ist okay soweit. Und wir wollen mal gucken, dass wir jetzt gleich besser was finden können. Gerade eben ganz kurz plus zum Setup. Ich will nämlich gleich einen Trade eingehen. Deswegen habe ich jetzt die Aufnahme mit gestartet. Ich sehe es hier unten gerade eben im S&P so einen Ticken. Ich habe gerade eben noch in meinem großen Depot erstmal gehandelt letztendlich. Ne? Und jetzt sehe ich aber gerade eben so im S&P. Zuerst sage ich, wir haben jetzt um diese Range gehabt, die eigentlich eher bärisch ist. Aber jetzt sind wir gerade eben aus der Range ein bisschen nach unten ausgebrochen hier. Ich will es mal ganz kurz in groß machen, dass man es vielleicht besser sehen kann. Auf jeden Fall gerade so ein bisschen nach unten ausgebrochen und wurden sofort wieder extrem stark jetzt hier hochgekauft. Deswegen, ich glaube, dass es jetzt doch nicht mal eine Range ist, die eher so bärisch in Trendfolge verlassen wird, sondern dass es eher eine Range ist, die eher gleich bullig nach oben hin verlassen wird, als Bodenformation quasi. Und entsprechend auch vielleicht der Russell 2000 gleich jetzt hier die Trendfolge und sowas hier unten knacken kann, als auch vielleicht, dass die Nasdaq jetzt hier gleich nach oben ausbrechen wird auf neue Tageshochs. Darauf will ich jetzt auch so ein bisschen traden und da tue ich gleich mal jetzt direkt hier mein Long mal reinschmeißen. Habe jetzt vielleicht einen total dummen Einstieg auch gefunden, ist aber okay für mich. Ich will es erstmal relativ locker laufen lassen, nach unten und oben bin ich jetzt erstmal sehr entspannt insgesamt. Wie gesagt, ich will jetzt den Breakout hier erstmal sehen. So, jetzt könnte es ein bisschen zum Ausbruch kommen. Ich bin jetzt gerade eben so 4-5 Pünktchen zumindest gerade mal vorhin gewesen. Mal gucken, ob jetzt wirklich die Stärke kommt. Ich sage mal, jetzt der S&P, der versucht hier auch gerade nach oben auszubrechen, aus dieser möglichen Bodenformation, sage ich mal. Auch der Russell 2000 hier, der fängt sich zumindest. Also, wie gesagt, die Chance besteht auf jeden Fall. Ich bin auch ganz guter Dinge, dass das hier gleich was werden könnte, sage ich mal. Übrigens, all die Trades in diesem Video habe ich live per Stream gemacht. Wenn du mir auch dabei zuschauen willst, check mal die Videobeschreibung ab. Okay, nice, jetzt 11 Punkte vorne, das heißt, der Breakout ist 13 Punkte vorne, der Breakout hat jetzt quasi erstmal geklappt, das ist sehr, sehr gut tatsächlich, S&P zieht mit, Russell 2000 zieht mit, wir gucken mal, dass wir vielleicht jetzt erstmal so auf mindestens mal zu 20 Pünktchen oder sowas kommen, da können wir vielleicht mal ein bisschen was rausnehmen, ansonsten kann man zum Beispiel die Höhe von dieser Range jetzt hier abmessen und nach oben ranhängen, das wäre quasi so ein technisches Ziel, das wäre auch möglich, aber ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken und was dann quasi vielleicht der Fahrplan wäre, ist, wenn ich jetzt hier oben irgendwo hochverkaufen kann, dass ich quasi dann einfach Rücksetzer nutze, um dann quasi einen neuen Einstieg zu finden. Was ich dann vor allem in der Praxis machen würde, ist, nach von diesem langen Impuls quasi da dann die Fibonacci Retracement Level drüber legen und quasi Rücksetzer als neue Longchance nutzen. Also mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt 17 Punkte vorne, gucken, ob ich jetzt noch auf die 20 zumindest komme, das wäre ganz cool. Genau, da sind wir jetzt hier dran, entsprechend würde ich jetzt hier die Gewinne mitnehmen, sehr nice. Erstmal, Breakout hat geklappt und wie gesagt, die Idee ist ganz klar. Ich hatte es ja gerade eben schon ein bisschen gezeigt gehabt. Ich will jetzt hier ganz gerne bald dann die Retracement Level drüber legen und mal gucken, dass man hier irgendwo schöne Konfluenzen nach unten findet. Bei einem neuen Long eigentlich einfach bloß zu finden. Relativ simpel, sage ich mal. Oder zumindest finde ich es erstmal simpel, weil ich kenne meine Strategien auch. Okay, es gab hier einen ganz schönen starken Rücksetzer, sogar unterhalb von diesem Bereich, den ich eigentlich ja wollte. Aber was ganz, ganz cool ist, wir sind auf dem Opening-Niveau, sind auch jetzt hier das erste Anzeichen direkt von Kaufkraft. Entsprechend würde ich jetzt hier wieder anfangen, eine Position aufzubauen. Na gut, ich bin ja quasi sowieso nahezu immer all in, letztendlich, weil ich ja erstmal noch so ein kleines Depot habe erstmal, ne? Aber von daher, ich würde mal sagen, solange wir jetzt hier über dem Opening-Niveau sind, ist erstmal die Idee noch intakt. Das heißt, ich kann jetzt hier relativ ja, enge Stops einfach nutzen. Ich würde es vielleicht aber nicht fest ins System reinmachen, sondern eher, bloß mental lassen, aber quasi hier sollte dann der Stop-Loss eigentlich liegen. So, weiß nicht, 12, 13 Punkte rum ungefähr, ne? Das kann ich mir auf jeden Fall leisten, nachdem ich davon, wie gesagt, 20 auch mitgenommen habe erstmal. Okay, das sieht jetzt, denke ich, richtig gut aus. Wir sind jetzt erneut auf das Opening-Niveau drauf, haben sofort Kaufkraft gefunden. Hätte ich jetzt die Möglichkeit hier in dem kleinen Konto, würde ich auch nochmal ausbauen. Geht allerdings gerade eben nicht, deswegen muss ich erstmal so lassen. Aber auf jeden Fall jetzt diese Hammerkerze, dieses weitere Anzeichen von Kaufkraft sieht richtig gut aus, dass wir jetzt doch wieder nach oben ziehen könnten. So, jetzt wird es interessant. Wir sind jetzt quasi zum dritten Mal jetzt hier im Opening-Niveau. S&P allerdings wirklich echt verdammt schwach. Wir sind jetzt hier gerade eben irgendwie tief dran. Ich würde mal aber sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass wir nach unten durchsagen. Auch der Russell ist schwach. Ich würde lieber mal hier die ja, 3 Punkte Verlust oder sowas lieber mal erstmal mitnehmen. Lieber erstmal aus dem Trade rausgehen. Ist mir viel lieber als jetzt quasi, weil ich guck mal, guckt euch das mal genau an. Wir sind vor uns hier runter abverkauft worden. Dann sind wir sehr, sehr stark hochgelaufen. Haben quasi in dem Moment jetzt hier dachte ich, okay, safe ist das jetzt hier unten gerade ein Boden. Aber plötzlich, nee, das war kein Boden, Christian. Wir kriegen wieder auf den Sack, sage ich mal, hier am Markt. Ne? Deswegen, ich gehe davon aus, dass wir vielleicht jetzt doch hier gleich neue Tagestiefs machen könnten insgesamt. Und bevor ich da quasi meine Position länger halte, auch wenn die noch nicht im Stop-Loss ist, aber wenn ich quasi schon die Anzeichen sehe, dass etwas nicht mehr ganz so fit ist, kann ich da trotzdem schon meinen Verlust wieder klein halten letztendlich. Und das probiere ich jetzt hier, ebenso wie auch zum Beispiel der Russell 2000, jetzt ja auch doch nichts mit Boden oder sowas, wurde hier, wir brechen mal nach oben aus. Nee, wir haben jetzt hier plötzlich doch genau die Zone perfekt getroffen und sind nach unten weggelaufen, ne?
Von daher mache ich lieber erstmal so. Was ich vielleicht probieren könnte, wäre dann, wenn wir jetzt doch hier unten drunter laufen, dann, dass ich vielleicht doch wieder einen Short wechsle, wäre eine Option. Ansonsten jetzt heißt es für mich erstmal wieder flat bleiben und ja, quasi, ja, freuen, dass ich quasi jetzt hier gutes Risk Management eingehalten habe, sage ich mal.